Hallo Leute, willkommen beim Lohnunternehmen Ellerbach. Dies ist Teil 2. Ja, hier stehen wir völlig in der Pampa mit unserem relativ kleinen Erntegerät, das aber auf Straßen plötzlich gigantisch groß scheint und müssen jetzt erstmal die Anhänger holen. Und wahrscheinlich wollt ihr wissen, welche Mods ich verwendet habe, denn das wollt ihr oft wissen. Da es ein Lohnunternehmen ist, habe ich alle Mods alle mir bekannten Mods aus dem Mod-Hub verwendet, die mit Aufträgen zusammenhängen. Und zwar Multiple Missions oder More Missions Allowed. Da gibt es zwei Mods, die das gleiche machen, dass ich mehrere Mods gleichzeitig machen kann. Dann habe ich Stroh einsammeln während Missionen, damit ich auch Stroh einsammeln kann und mir damit noch ein extra Geld verdienen kann. Da brauche ich dann aber einen eigenen Ladewagen für. Und ich habe noch Verträge aktualisieren. Das ist etwas, das kann man hier auch gleich sehen, glaube ich. Da kann ich hier auf Verträge aktualisieren klicken und dann kriege ich neue Aufträge, wenn es irgendwie nur zu wenig Aufträge gibt. Ja, und außerdem habe ich als Mod noch meine Gebrauchtfahrzeuge drauf und einen Unterstand und so. Also Mods, die es bei omatanaspiel.de gibt, die ich selbst gemoddet habe. Und sonst habe ich hier, glaube ich, praktisch nichts an Mods. Das kann sein, dass im Laufe der Folgen zusätzliche Mods dazukommen. Das ist bei mir eigentlich meistens so, wenn ich irgendwas machen will, wofür ich noch einen extra Mod brauche. Dann wird da noch ein zusätzlicher Mod installiert. Okay, jetzt geht's aber los mit der Arbeit. So. Ja, dieser enges Tor ist ja wirklich unbequem. Aber gut, da lerne ich bestimmt was. Noch besser im engen Gelände navigieren und so. Nerven bewahren, wenn Fahrzeuge hupen. Was jetzt gleich passieren wird, weil ich mich jetzt hier mitten in den Weg stelle. So. Und ich denke mal, wir erfreuen uns hier einfach auch an der Tatsache, dass die Menschen von Fahrzeugen nicht überfahren werden. Sondern dass die da einfach wie Geister durch die Fahrzeuge durchgehen. Denn sonst werde ich hier verrückt auf dieser Karte. So. Es ist ja allgemein bekannt eigentlich, dass die Ellerbach ungemütlich eng ist. Aber es ist halt eine schöne Landschaft. Und darum hatte ich auch einfach Lust, nochmal auf der Ellerbach zu spielen. Ich hatte ja in Livestreams angefangen, auf der zu streamen. Aber dann, ja, hat mein Internet nicht ausreichend gut funktioniert. Und nachmittags ist für mich irgendwie auch nicht mit Streamen. Das passt mir zeitlich einfach nicht. Ich habe das mal ausprobiert. Und auch am frühen Abend passt auch nicht. Also früher Abend alles, was vor 12 ist. Und darum ist aus diesem Ellerbach-Stream-Projekt nichts geworden. Und dann dachte ich mir, na, dann könnte ich doch hier wunderbar ein Lohnunternehmen aufziehen. Ihr hattet euch sowieso öfters mal gewünscht, dass ich nochmal ein Lohnunternehmen mache. Jo, und da hatte ich jetzt Lust zu. So.
glaube, jetzt müssen wir auch gleich rechts. Aber vielleicht kann ich auf einer anderen Tour ja mehr auf Feldwegen fahren. Hier schon rechts. So. Nee, erst die nächste. Gut. Eigentlich müsste diese Karte dem Modelleicher sehr gut gefallen. Der sehnt sich immer nach engen, schmalen Sträßchen. So. Ja, wir sind richtig. Sehr gut. Wunderbar. So. Wo bunkert man hier ab? Habe ich überhaupt schon ausgefahren? Ich glaube nicht. Dann gehe ich mal ausfahren. Tut er was? Ja, er tut was, er tut was. Wunderbar. Und dann werde ich mal gucken, welches der stärkere Trecker ist. Ich brauche natürlich schon auch ein paar PS, um die zwei Hänger zu ziehen, wenn die mal voll sind. Aber erstmal muss geerntet werden. So. Ja, das sieht doch jetzt schon richtig nach erfolgreicher Tätigkeit aus. Ah, und während die hier beschäftigt sind, gucke ich mal, wie es mit den PSen ist. Wird das hier nicht gezeigt? Und die Fahrzeuge, die habe ich eigentlich gar nicht. Ja, ich denke, die muss ich dann mal verkaufen und mein Geld wieder runtersetzen. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich hier... Ich habe im neuen Farmer-Modus gestartet und das Geld dann auf Null gesetzt. Ne, nicht im neuen Farmer-Modus. Dann wüsste ich ja, dass ich Fahrzeuge habe. Nein, im Farm-Manager habe ich gestartet. Da hat man normalerweise keine Fahrzeuge. Aber ich habe hier eine ganze Flotte, die ich ja gar nicht haben will. Dann gucke ich jetzt mal, wie viel die normalerweise haben. Also hier, das ist der Steier. Auf jeden Fall ST Max 180. So. Oh, Stara. Das ist aber der ST Max 105. So. Da. ST Max 180. 180 PS. Na, praktisch, das doch gleich draufgeschrieben. Und das andere ist... Ein blauer Wald dran, na toll. Die sind, glaube ich, immer blau. Ja, das stimmt gar nicht. Die sind gar nicht immer blau. Aber ich schätze mal, das ist ein der zweitkleinste. Mal reinsteigen. Vielleicht steht es hier. Valtra N. Valtra N 175. Das ist dann nicht der, sondern... Ups. Der. Und 175 oder 174
ist dann der mit 201 PS. Gut, also ist der Valtra der stärkere und der darf dann auch weiter ernten. Da muss ich da nichts ändern. Und den Stara, den fahre ich jetzt erstmal zur Seite. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mich hier auf den Feldweg stelle. So. Später, wenn der Helfer kommt, wird das wohl nicht mehr reichen. Weil der dann bestimmt sich davon gestört fühlt. Reicht es für mich? Ich werde sehen. So. Okay. Gut. Ach, obwohl, ich würde sagen, wir machen das einfach gerade mal, das Fahrzeuge verkaufen, denn jetzt habe ich null Geld. Später müsste ich sonst kompliziert das umstellen. Es sind natürlich Fahrzeuge, die ich gut gebrauchen könnte, wie ihr euch bestimmt denken könnt. Aber ich bin ja ein Habe-Nichts und habe gar nichts. Und dann sollten nicht plötzlich 20 Fahrzeuge in meinem Besitz auftauchen. Die muss ich mir alle erst erarbeiten. So. Ach. Jetzt muss ich hier auch noch Kerchers anklicken. Gut. Wie viel Kerchers gibt's denn hier? Die lassen wir einfach mal. Die ignorieren wir, die Kerchers. Wow, jetzt habe ich plötzlich 565. Also 565, 1666. So. Minus 565.666. Müsste jetzt 0 sein. Jawohl, gut. Dann kann es ja weitergehen. Jetzt müsste alles soweit in Ordnung sein. Oder besitze ich noch irgendwie Land, ohne es zu ahnen? Dann müsste ich hier ja irgendwie grüne Buchstaben sehen. Es sieht aber nicht so aus. Nee. Es wäre ja noch schöner. Okay. Gut. Jetzt alles wieder anwerfen. Nee, das brauche ich gerade nicht. Das wollte ich ja eben nicht machen, um hier Energie zu sparen. Dass wir hier mit der Ernte besser vorankommen. So. Steht schon ein bisschen im Weg. So, vor allem hier mit dem Geweih vorne. Aber es geht irgendwie. Irgendwann wird diese hässliche Spitze ja auch mal abgeerntet sein. So.
fahre ich jetzt einfach hier einen etwas größeren Bogen. Um wenigstens diese Bahn zu erwischen. Jawohl. Und jetzt versuche ich mal diese paar Rübchen noch abzuernten. So. Ach, gleich hast du es geschafft. Bin ja auch schon gespannt, wann der Helfer aus dem Dorf kommt, aber jetzt könnte ich ihn sowieso noch nicht gebrauchen. Das würde der niemals hinkriegen. So. So. Wollen wir gleich abtanken? Ich glaube ja. Also abbunkern. Denn darum schaffe ich sowieso nicht mehr. Ah, ich könnte es auch ausschalten. Jawohl. Also einmal unten rum. Schaffe ich es von der Menge her sowieso nicht mehr, weil wir ja fast voll sind. So, aber das ist doch schon mal ganz gutes Teamwork mit mir selber. Da hoffen wir mal, dass es künftig auch mal weniger aufwendige Aufträge gibt. Aber am Anfang muss man halt nehmen, was kommt. So. Ja, einmal rum ist fast schon eine Füllung. So. Dann sollte ich mal den Hänger wegfahren, also zur Seite. Und dann hoffe ich mal, dass der Helfer dann mal antanzt. Denn jetzt kann der den Rest schon schaffen. Das traue ich ihm zu. So. Fahren wir hier noch diesen Zacken weg.
So, ah, und da ist er ja auch schon. Wunderbar, jetzt hat er übernommen. Da sitzt er fleißig am Werkeln. Und ich kann den mal in Ruhe wegfahren. Am besten wohin? Mal gucken, ob ich da irgendwo wenden kann. Oder ob ich da im undurchdringlichen Wald lande. Sieht eher nach undurchdringlicher Wald aus. Dann wende ich mal hier. Ich hoffe, hier ist kein anderer Verkehr. Aber so müsste das hier eigentlich gehen. Okay. Na, das ist doch ganz gut. Jetzt geht's langsam vorwärts. Und ich guck mal, ob es vielleicht noch mehr Aufträge gibt. Ja, transportieren. Da bräuchte ich wohl ein eigenes Fahrzeug. Das machen wir dann später mal. Noch ein Ernteauftrag. Eieiei. Sojabohnen mit diesem kleinen Bison. Das kann auch lustig werden. Welches Feld? 157. Da unten. Uff. Da sind wir aber unterwegs. Tja. Aber was muss, das muss. Würde ich sagen. Ja, komm. So. Ich würde sagen, den akzeptieren wir mal, den Vertrag, natürlich wieder mit Geräte ausleihen. Und dann werden wir uns freuen, wenn wir irgendwann mal eigene Geräte haben, mit denen wir schneller unterwegs sind. Gut. Ja, der Helfer ist hier auch gleich schon wieder voll. Das werde ich dann wohl noch abwarten. Und jetzt ist er schon voll. Und dann kümmere ich mich gleich um den nächsten Auftrag. Der hat mir nämlich auch gesagt, dass sein Kumpel sich auch gerne noch ein bisschen was dazu verdienen will. Und der könne auch Trecker fahren, hat er gesagt. Und Mähdrescher. Habe ich extra gefragt, ob auch Mähdrescher... Ah. Tja, jetzt hatte ich gedacht, dass meine liebevolle Vorarbeit es ihm ermöglicht, hier ordentlich zu arbeiten. Aber anscheinend nicht. Da werde ich dann wohl noch ordentlich nacharbeiten müssen. Nun gut. Dafür bin ich dann ja auch Chef meines Lohnunternehmens. Okay, das war's dann mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.